kurz vielleicht zu mir. Ich komme ursprünglich aus Afghanistan, bin in den 90er Jahren mit meiner Familie aufgrund des Krieges nach Deutschland geflohen. Und wir hatten das Glück, dass wir ja in Deutschland groß werden durften, aufgewachsen sind. Viele Menschen an unserer Seite hatten Deutsche, die uns geholfen haben und auch willkommen waren. Ich fand es sehr bereichernd, dass ich ja in so zwei unterschiedlichen Kulturen groß werden durfte. Ich habe beide Staatsbürgerschaften, ich fühle mich zu beiden Ländern hingezogen. Das geht, das ist wirklich möglich. Ich sehe mich. Ich sehe mich als Afghaner, aber auch genauso als Deutscher. Und ich habe dann, durch die Unterstützung auch dieser vielen Menschen habe ich eine gute Bildung hier genossen, habe dann mein Medizinstudium abgeschlossen in Deutschland, bin heute Gründer und Arzt. Und jetzt stellt sich die Frage, warum wir jetzt Politik machen, in der Freizeit sich irgendwie in der Politik zu engagieren. Ich glaube, die Frage ist sicher auch den einen oder anderen von euch gestellt worden. Aber eben gerade, wie auch Alexander gesagt hat vorhin oder der eine oder andere auch, in der Zeit, wo AfD, wo Le Pen, wo Trump so stark werden konnten, ist es gut, dass wir bei DIP, bei Demokratie in Bewegung, uns für Weltoffenheit und Vielfalt nicht nur einsetzen, das als einer unserer Werte dastehen haben, sondern auch Initiativen genau zu diesen Themen haben. Und weil ich glaube, dass... Weil wir Menschen brauchen eben mit dieser Vielfalt, die andere Lösungen haben, andere Ideen haben, andere Wege, andere Horizonte. Und diese Vielfalt bildet die Schönheit unserer Welt. Ich glaube auch, was die Weltoffenheit angeht, wir sind viele von uns in der EU groß geworden, kennen das, diese offenen Grenzen. Ich glaube, diese Idee, eines Tages in ganz Europa zu leben, wo es keine Grenzen gibt, vielleicht sogar eines Tages in der Welt zu leben, mit offenen Grenzen, wo Menschen, die anders sind, nicht irgendwie als Fremde betrachtet werden, sondern als Freunde. Das ist, glaube ich, die Vision, die wir auch alle so ein Stück weit leben. Ich möchte jetzt ungern zum Abschluss kommen, aber wir leben ja bereits in einem Land voller Vielfalt, in einer Welt voller Vielfalt. Und Vielfalt ist die Zukunft. Und ich bin froh, dass bei DIP wir das Ganze nicht nur irgendwie betrachten, sondern wirklich aktiv unterstützen und mit unseren Initiativen, die ich jetzt nicht im Einzelnen alle nennen möchte, auch wirklich direkt fördern. Danke. Simon.